wir haben uns heute mal wieder eine neue Karte gemacht. Ich wollte unbedingt meine Aquarellfarben mal ausprobieren. Ihr seht hier das Resultat und wenn ihr sehen möchtet, wie das geht, bleibt dran. Viel Spaß. Ich möchte mir heute mal wieder eine neue Karte basteln. Macht ja immer Spaß, sowas selber zu gestalten und es gibt einfach so viele Möglichkeiten, wie man Karten gestalten kann. Das kann man einfach gar nicht, ich glaube, man kann ja nicht von allen Videos machen, was es alles so gibt. Ich habe jetzt hier nämlich solche hochpigmentierte Metallic-Acryl, wie heißt das? Aquarellfarbe oder eben diese normale Aquarellfarbe. Und damit kann man sogar auf dunklen Untergründen oder auf diesem Kraftpapier, heißt das, nicht Packpapier oder was auch immer, Kraftpapier, da musst du erstmal drauf kommen. Manchmal fallen eben wirklich die Worte nicht ein. Und dieses Kraftpapier kann man bestempeln natürlich. Da gibt es ja auch Farben, die das können. Man kann es embossen und aber auch mit diesen Aquarellfarben machen. Wir wollen heute mal stempeln. Ich habe ja solche tollen Holzstempel hier von New Stamps. Da sind auch die Aquarellfarben hier. Und dann möchte ich mir hier dieses Kraftpapier erstmal den Untergrund gestalten und dann soll da noch ein weißes Blatt drauf, da denn der Spruch. Mal gucken, wie wir das machen. Ich stempel dann mit Versafine Clair. Fand ich bei den letzten Arbeiten, die ich so gemacht habe, ganz super, dieses Stempelkissen, weil die Farben toll sind, weil man da so viel mit machen kann. Das ist einfach nur edel. So, und dann stempelt man sich das ringsrum, wie man es haben möchte. Soll ja Untergrundstempel sein. Also erstmal lang hin. Die Stempel arbeiten aber akkurat, was? Die sind ganz akkurat und mit diesem Stempelkissen hier sowieso. Also ich hatte ja schon von, hier ist immer Crafters Companion und was weiß ich, was ich alles schon für Sachen ausprobiert habe. Bei Crafters Companion habe ich öfter mal vor mich hingemeckert und geschimpft, dass das einfach nicht so funktioniert, wie ich mir das denke. Da habe ich immer gedacht, Mensch, bist du zu doof zum Stempeln, aber mit diesen Stempeln geht es doch auch. Dann kannst du doch nicht zu doof sein. Also muss ja irgendwie gehen. So. Da passt eben alles. Ja. Von Stempel bis zum Stempelkissen. Genau, passt alles schön zusammen. Soll man nicht vergessen. Nein, genau. Darf man nicht vergessen. So, die Karte an sich ist jetzt hier 14,8 mal 14,8. Das ist ein doofes Maß, aber ich wollte ja sowieso hier in der Mitte bloß einen Aufleger drauf machen. Die Blätter soll man ja am Rand nachher sehen. Also habe ich mir jetzt so überlegt, ich mache, habe jetzt hier mein Lineal einfach mal so hingelegt und habe mir gedacht, so bei 11 mal 11, dann sieht man von den Blättern noch was. Das geht vielleicht auch 10 mal 10. Wird vielleicht noch besser. Ich mache einfach 10 mal 10, dass man schön die Blätter am Rand nachher sieht und in der Mitte dann bloß diese Blümchen und den Spruch hat. Mal gucken. So, dann sollen hier natürlich auch wieder die Blätter drauf. Man will ja irgendwie eine Verbindung zum unteren Teil haben. Kommen hier einmal die Blätter oder erstmal eine Blume. Erstmal eine Blume und dann sieht man, wo man die Blätter hinmachen muss. Du hast gesagt, du willst mehrere Blümchen haben. Seit wann hörst du auf mich? Ja, weiß ich auch nicht. Das ist ja schon unheimlich. Wenn alle immer sagen, du machst so, du hast so schöne Ideen, dann muss ich auch ab und zu mal auf dich hören. Was? Das hat noch nie einer gesagt. Nee. So, was hier? Schleibst du dich ein, wa? Blatt dran. Ja, so. Man kann es ja mal versuchen. Hier noch ein Blatt lang. Nicht vergessen. Sauber mal nicht vergessen, hätte ich natürlich erstmal alles stempeln können, also ja, stempeln können, aber manche Ideen kommen einem erst, wenn man das alles schon wieder sauber hat. So, und dann habe ich hier so einen tollen Spruch, verrückt, nee, Spaß am Leben. Den stempeln wir uns hier drauf. Kann man auch als Geburtstagskarte nehmen, oder? Na sicher. Ja. Geschenken Gaul guckt man hier ins Maul. Die haben so tolle Sprüche da. Ja, auf einer Geburtstagskarte ist eigentlich. Ich kann doch froh sein, dass sie überhaupt eine Karte von uns gibt. Und dann auch vielleicht wählerisch sein. Ne? Verrückt, nee, Spaß am Leben, das ist so cool. Die haben so eine schöne Sprüche. Käffchen, vielen Dank zur Einladung. Oder hier, nimm dir, was du brauchst. Dann sind da so kleine Gläser. Nimm dir Zeit, Liebe, Ruhe, Glück. Kannst du dir aussuchen. Ja. Das wäre auch ein schöner Spruch. Wäre auch ein schöner Spruch. Hat aber nicht so viel passt, war so breit. So, und dann kann man sich jetzt die
Blätter und Blüten ein bisschen ausmalen. Ich habe jetzt hier einfach so einen Wassertankpinsel. Und dann kann man sich die Farbe immer schön einfach auf das Tier drauf machen. Braucht man gar nicht einen Bottich mit Wasser, um dann die Farbe aufnehmen zu können und Wasser drauf zu machen. Hat man immer alles in einem, hat man nicht alles so lernt mit der Zeit. Kann man sich das schön anmischen, wie man es braucht. Und malt sich erstmal alles aus. Macht schon Spaß. Hat man sowas nicht früher Tuschkasten genannt? Früher war eine Tusche, ja, Tuschefarben, Tuschkasten. Jetzt nennt sich das Aquarell. Also altes, neuen Namen verpasst. Ja, aber das hieß glaube ich auch Aquarellfarben. Ja? Bei uns hieß es nur Tuschkasten. Das sieht ja richtig edel aus. Ja, und die Farben, die sind so doll pigmentiert, so stark pigmentiert, dass sie richtig schön, auch auf dunklen Sachen, hier, das leuchtet doch richtig grün. Ja. Schon cool, was man heutzutage alles so machen kann. Die Bastler haben das einfach nur gut heutzutage. Ja, da gibt es so eine schöne Sache. So, jetzt habe ich hier auf dem Aufleger meine Blätter auch schon ausgemalt. Kann man ja gleich alles in einem Ritt machen, wenn man gerade mit Grün malt. Und das ist so eine Leuchtkraft, diese Farben. Wahnsinn. Edel, ja. Ja. Echt, sieht so cool aus. So, und wenn man jetzt hier Wasser hinten drin hat, kann man einfach hier vorne den Pinsel wieder sauber machen. Und dann kann man in die nächste Farbe reingehen. Machen wir jetzt bunte Blumen. Ja, klar. Ja, mit Rot ein bisschen. Nochmal eben mal Gelb. Mal eine gelbe Blüte, eine rote Blüte, eine Orange. Ja. Dass man nicht gut aussieht. Toll, ja, und jetzt könnte man eigentlich die Schrift noch hellblau machen oder so. Das passt natürlich sehr gut. Kann man ja jetzt noch ausmalen. Wenn du erstmal so am Malen bist, dann findest du da richtig Spaß dran. Kannst also, du ja nicht wieder aufhören, ne? Nee, kannst du ja nicht aufhören, das ist ja Wahnsinn. Und alles cool. So, und dann hat man jetzt mit ein bisschen Farbe, ein paar Stempeln, wieder einen richtig schönen Untergrund gezaubert. Wenn man das jetzt hier nur draufklebt, sieht doch cool aus. Absolut. Echt ganz wenig Mitteln wieder. Schönes gemacht. Ja. Das kann man jetzt auch noch schräg draufkleben, weil wir ja schon mal verrückt als Stempel so haben. Kann man das gleich noch mitnutzen. So, dann nutzen wir dann einfach solche kleinen Schaumstoffpads hier oder größere ruhig, um das aufzukleben. Das war jetzt natürlich doof. So, dann die Karte. Kleben wir das hier schräg drauf. Bist du verrückt? Bist du verrückt? Jo. Schräg ist in, schief ist in. Ja. Cool. Schön, das sind wunderschöne Farben, dass die so leuchten, wa? Mhm. Wahnsinn. So, ihr Lieben, du habt da gesehen, wie schnell man mit Aquarellfarben ein oder zwei Stempeln tolle Karten zaubern kann, sogar auf dem Kraftpapier, auch auf Schwarz. Auf Weiß sehen die natürlich super aus, die Farben. Geht ganz einfach zu machen, ganz einfach schnell und ganz effektvoll. Ich finde es toll. Damit kann man ruhig Karten machen. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird und das wie immer ganz, ganz einfach. Und wir verraten euch, wo man es bekommt.